Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, wir haben einen Fall, ein verschwundener Mann und die Spuren führten zu Lord Marsh. Mit dem wollen wir jetzt reden. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. So, Analyse. Wieder wahrscheinlich auf Zeit, ne? Rote Augen. Er fühlt sich nicht gut. Schlafmangel? Dann Ring. Goldener Ring. Wohlhabend. Oh, wer hätte das gedacht? Decke. Er ist krank. Oder er verheimlicht etwas. Nein, ich glaube, er ist krank. Tabletten. Starke Schmerzmittel. Lord Marsh, persönliches Assistent. Ja. Wappen. Aufgesticktes Motiv. Mitglied des Jagdclubs. Und Arzt. Analyse beenden. Ungenaue Analyse. Ernsthaft. Mann. Unvollständig. Ungenau. Ungenau. Reuben Fisher ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Reuben Fisher ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinen wertvollen Goldringen. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in einer Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Seine Augen sind gerötet, vermutlich wegen Schlafmangel oder vielleicht aufgrund von Alkoholkonsum. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Reuben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fisher, der zugleich mein Leibarzt ist. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fisher hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Nee, das glaube ich ja nicht. Ich traue mich immer nicht, dieses Nachhaken zu machen. Trotz meines Adelstitels muss ich mein Zuhause mit diesen Essenspaketen für die Armen teilen. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab.
Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Unterlagen. Dokument mit Siegel. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strobridge, William Thatcher, Regulus Staple. Warum soll ich jemanden unterstreichen? John Strobridge, ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem... Ach so, ja, stimmt. Ich habe einfach auf gut Glück irgendwas unterstrichen. Ich bin ein guter Detektiv. Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Ich kann auf jeden Fall irgendwas kombinieren. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Kann ich mich anderweitig noch umsehen, Tatsache. Abgeschlossen. Zu. Abgeschlossen. Dass ich einfach so rumlaufen darf. Säcke voller Essen. Naja, gucken wir mal. Wir haben nämlich auch hier wieder die Möglichkeit, Sachen herzuleiten, zu kombinieren anscheinend. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die mit einem... Okay. Hertz besonderes Job. Vor 3 Wochen ist George Hertz verschwunden, nachdem er einen besonderen Job angenommen hatte. Das wahrscheinlich? Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Tatergangs ändern, indem sie... So, der besondere Job, den George Hurst erwähnte, hat nichts mit den Sonderausbildungsprogrammen zu tun. Also ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat. So, gehen wir mal zu den Hinweisen zurück. Vermisst. Ein Teilnehmer Sonderausprogramm wird vermisst. Wow. Wie das gezeigt wird, das ist ja interessant. Ist voll cool gemacht. Ja, nein, nein, ich wollte doch eigentlich nur zurück. Ja, nein, ich will das loslassen. Wie kann ich das denn loslassen? Ach, okay. Okay, sonst kann ich anscheinend nichts verbinden, denke ich mal. Gut. Haben wir wenigstens schon mal eine Sache, ne? Also ich denke schon, dass das eine Verbindung hat, weil es wäre ein großer Zufall, wenn der von einem besonderen Job erzählt, die von besonderen Jobs erzählen. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Und das dann damit auf einmal nichts zu tun hätte, das wäre ziemlich kurios. So, wohin möchte ich jetzt? Ich weiß nicht, was möchte ich denn jetzt machen? Untersuchen Sie das Verschwinden von Toms Vater George Hurst. Oh. Baker Street macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Ich hätte ja gerne geguckt,
ob ich in Whitechapel, in der Dorset Street 5 halt diese Person finde. Die Snowbridge oder wie sie heißt. Mal gucken. Dorset Street 5 hieß es. Uiuiui. Anders hinsetzen. So, das ist North Street. Falsche Richtung. Die Richtung. Ich hoffe, dass das was bringt. Sonst gucke ich halt nochmal bei dem Jungen vorbei. So. Das ist auch noch die Dorset Street. Hier sind keine Dinger. Keine Türdinger. Auch noch die Dorset Street? Oder nicht relevant? Was ist denn das für ein Haus? Kann ich da einfach rein? Ich kann einfach in die Häuser rein. Ist auf jeden Fall irgendein Hinterhaus. Ach, das ist... Zufälligerweise, in welches Haus ich da reingegangen bin. Was sind das jetzt für Sachen? Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Gucken wir mal rein. Wir haben einen Schlüssel. Ein Wappen. Aha. Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Dann haben wir... Damit säubert man ein Gewehr. Okay. Und das da. Damit können auch Waffen geölt werden. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Oder wenigstens da, wo es vorher war, ne? Da ist was. Eimer, Zähl, Flüssigkeit, Öl. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Gut, machen wir das. Baker Street. Dann Toby holen. Ach, Toby ist so toll. Ich mochte die Teile, wo man... Oder nur den Teil? Ich glaube, es war nur in einem, wo man ihn gespielt hat, ne? Ist schon etwas her. Ich habe auch vollkommen vergessen, dass mir der Teil noch fehlt, ne? Ich habe mir das zum Glück aufgeschrieben. Und habe die Liste da mal gefunden, mir angeguckt gehabt und dann so, hey, ja, eigentlich könnte ich das mal wieder spielen. Hätte schon voll Bock drauf. Toby! Follow the Toby! Los, Toby! Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Watson? Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Dann fahr zu ihm. Würde ich sagen. Wir fahren. Ja doch, eigentlich schon. Mit der Kutsche fahren wir dorthin. Wie Toby einfach dabei ist. Das ist so süß. Das sind so schön kleine Details, ne? Wir spielen wieder Toby. Oh, so schön. Ich liebe es, Toby zu spielen.
So, hier lang, okay. Hier weiter. Hier lang. Jetzt sind da zwei Spuren. Müssen wir mal gucken. Uff, uff, uff. Hier, uff, uff. Aber so weit irgendwo anders verstecken, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nur eine Laube. Weiter geht's. Das scheint aber da mal gewesen zu sein. Sonst würde die Spur doch nicht dahin führen. Schon wieder zwei Richtungen. Was ist da unten? Keine Ahnung, was da unten ist. Ah! Stimmt, wir haben ja einen Schlüssel. Okay, wirkt einfach mal wie so eine Mine. Interessant. Nichts, was von Interesse wäre. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Kann ich da rein? Will ich da... Oh Gott, ich... Hallo? Ich hasse das. Nein, nicht hier. Ich hasse das, durch Schlüssellöcher zu gucken. Ich hasse das so dermaßen. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Bis plötzlich irgendwer auftaucht und dich anguckt. Alte Sachen. Bin ich so ein bisschen tief verstört. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Okay, setzen Sie ein oder mehrere passende Dietriche ein, um den Schlossscheibe so hoch zu drücken, dass freier Weg entsteht. Okay. Ist das ja schon? Ja, das war's ja schon. Ich hab's nicht verstanden, aber okay. Nein, ich hab's schon irgendwie verstanden beim ersten Mal benutzen. Aber ja, okay. Eine Karte von Epping Forest. Vom Epping Forest. Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden. Nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt du es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Orden im Namen ihrer Königin Majestät, Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, erkläre ich, Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit das Land schuldet George Horst, einen ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzung, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Was ist das? Patronen. Diese. Oh, ich habe außerdem weitergeklickt. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Eine Waffe. Natürlich, es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Und dann haben wir noch den Tisch hier. Ein Artikel über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit?
Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen, indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen. Leisten sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig langfristig zu verbessern. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Es tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist, aber ich hatte keine andere Wahl, das musst du wissen. Du bist ein sehr kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht, versuche glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen und zwar schneller, als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dich liebender Vater. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Dies ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Laut diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. So, David, Daniel, so, es gibt nicht Edgar und Edgard gibt's nicht. Robert gibt's nicht. Thomas Kelly. William Bowles. William Thatcher. Dieser Mann kommt in beiden Listen vor. Jetzt wird noch Brad Patrick Tanner, Rich in the Stripes. Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Daniel Jones, Gruppe B, was bedeuten diese Sachen? Und die waren alle in Gruppe S. Habe ich sonst noch hier irgendwas? Nee, ne? Vielleicht sollte er die ausschalten. Vorbereitung vor seinem Verschwinden nahm George Hurst sein Gewehr mit. Hat das vielleicht was mit dem besonderen Job zu tun? Kein friedlicher Job. Vielleicht. Liste von Bedürftigen. Und vermisst. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Sie haben sich geweigert. Liste von Bedürftigen. Das kann man verbinden. Schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Sonderbildungsdingsterbumster heraus. Okay, da haben wir zwei Sachen. George Hurst war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war auch schon alles. George Hurst hat Informationen über die Bedürftigen und Lots gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Vielleicht. Ich mache mal die Information. Es wäre ja schließlich gut möglich, ne? George Hurst wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Vielleicht. Vielleicht hat er auch für deren Verschwinden gesorgt. Nein. Das passt schon mal nicht. Ich wollte doch zurück. Abschiedsbrief von der besondere Job. George Hurst wusste, dass er von seinem besonderen Job nicht zurückkehren würde. Deswegen hat er einen Abschiedsbrief an John geschrieben. George Hurst hat eine Möglichkeit, dass er noch lebt. Und er hat auch keine Vorkehrung getroffen, dass er den bekommt. Vielleicht. Ich hoffe, dass er noch lebt. Ich hoffe es. Mal gucken. Sonst? Nee, okay, das verbindet sich nicht. Das habe ich aber schon gedacht. Ja, ich wollte da nur zurück. Haben wir eine neue Aufgabe. Wir müssen uns reinschleichen. So, wollen wir direkt hin? Können wir mal versuchen. Ah, verdammt, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder vorbei.
Ach, Mist, aber auch. Naja, machen wir jetzt noch die Ladesequenz. Positionieren wir uns schon mal vom Haus. Vielleicht müssen wir auch vorher nach Hause zurück. Kann ja auch sein. Nee, okay. Wir beobachten schon direkt. Okay, okay. Warum mir einen Schnitt setzen lassen? Holmes, was machen Sie hier? Was führen Sie im Schilde? Eine geheime Mission. Sie, Watson, müssen den gewissenhaften Arzt spielen, während ich mich in das Haus schleiche. Nur so können wir dem kleinen Tom helfen. Armer Watson, was der alles mit Sherlock durchmacht, ne? So, gut. Ich mache jetzt aber, wie gesagt, den Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.